Grüß Gott. Mein Name ist Gustav. Was machst du mir vor Liebchens Tür, Katrinchen hier, bei frühem Tagesblicke? Am Ende der 20er Jahre zog ich nach Berlin, wo ich mit dem weltberühmten Max Reinhardt arbeitete und auch an meiner Leidenschaft, das Revolutionstheater. Kann stets am Hals kein Geld im Sack, für seinen schäbigs Lumpenpack, auf das der Bürger speit. Der Bürger bleibt und lieben lag mit Ordensschatten, auf dem Wrack der Bürger mit dem Chapeau-Klack von Unwohrlieblichkeit. Wo hat der Bürger alles hin? Der Ghetto und das Schicksal, er stiehlt es grad wieder. Plus macht man und dann stimmen spät, doch er kriegt man als ein Begehrer, schiebt dann der zu Taschenleben und allen Arbeitstier. Ob wär ich doch ein reicher Mann, der irgendeine Mühe stillen kann, gepriesen und gehört. Trag ich auch auf die Straße, dann ich trüb, Kompadre Fritz Johann, ich lumpen vor, ich spiel auch ein, da seid ich Hundewirt, da seid ich Hundewirt. Im Jahre 1931 wurde ich Mitglied des Konzerthauses in Berlin. Das waren meine echten Glanzmomente meiner Karriere. Endlich war es soweit. Faust! Mephistopheles. Von Zeit zu Zeit sehe ich den alten gern und hüte mich, mit ihm zu brechen. Es ist gar hübsch von einem großen Herrn, so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. Was wettet ihr? Wen sollt ihr noch verlieren, wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, in meine Straße Sach zu führen? Solange er auf der Erde lebt, solange seid ihr es nicht verboten. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Da danke ich euch. Denn mit den Toten habe ich mich niemals gern befangen. Am meisten liebe ich mir die vollen, frischen Wangen. Mir ist für meine Wette gar nicht bange. Am Anfang zog ich mich als Mephistopheles nur an auf der Bühne. Aber mit der Zeit waren Mephistopheles und ich die gleiche Person. Und die Trennung schien unmöglich. Ausgerechnet mir muss das passieren, ausgerechnet mir, wie fürchterlich, unter allen edlen Kavalieren trifft es ausgerechnet mich. Ach, so dem Platziert war ich noch nie, falle völlig aus dem Rahmen, liebe keine anderen Damen, liebe nur noch sie. Es ist doch nicht zu fassen, es ist doch nicht zu schildern. Mein Gott, was ist denn nur mit mir geschehen? Ich weiß mich nicht zu lassen, will ich denn ganz verwildern? Ich mag mir's gar nicht richtig eingestehen. Ich glaub's nicht, doch ich fühl's genau. Ich liebe meine eigene Frau. Es ist doch nicht zu schildern, will ich denn ganz verwildern? Mein Gott, was ist mit mir geschehen? Niemand hält wie ich so auf Manieren, niemand hängt so an der Konvention, niemand kann da mit mir konkurrieren, nicht der König, nicht die Maintenon. Ach, so dem Lassiert war ich sonst nie, niemals fiel ich aus dem Rahmen, liebte immer andere Damen, liebte niemals sie. Es ist doch nicht zu fassen. In diesen Jahren habe ich
viel interessante Freunde gemacht. Gratuliere. Diese Maske ist perfekt, sie ist das Böse selbst, diese Maske ist das heilige Böse. Toi, toi, toi. Machen Sie weiter so, Mephistopheles. Der Höhepunkt meiner Leistung war vor meinen Augen. Es gab ein paar Kritiker, die zu behindert waren, um meinen Genie zu erkennen. Gründgens? Gustav Gründgens? Ja, der große Mephisto aus Berlin. Dieser lustige, dieser absurde, dieser komische, dieser groteske Typ. Nein, den habe ich nicht probiert. Keineswegs. Den will ich gar nicht haben. Nein. Nein. Aber Gott sei Dank waren da meine Freunde, die sich darüber kümmerten. Mein sehr geehrtes Volk war stinksauer, dass ich eine Freundschaft hatte mit den Nationalsozialisten. Aber ich wusste überhaupt nicht, was sie da machten. Schluss, aus, aus! Das ist doch kein Trauermarsch! Ziffer 9. Licht! Mein einziger Wunsch war einfach nur gutes Theater zu machen. Außerdem, meine neuen Freunde haben mich nicht immer unterstützt. Glauben Sie, Sie sind jemand? Sie sollen gehen. Raus, Schauspieler! Ich glaube, ich habe zu viel Schlafmittel genommen. Mir ist ein bisschen komisch. Lass mich ausschlafen.